Hallo, ich bin Mietje Hinzpeter und bin seit 25 Jahren Hufschmied und so seit etwa 10 Jahren arbeite ich auch als Pferdetrainer und Ausbilder. Die neue Sportdisziplin Working Equitation hat mich dazu gebracht. Und heute bin ich hier mit meiner Stute Santana, ist eine selbstgezogene Stute. Sie ist 12 Jahre alt und begleitet mich jetzt seit einigen Jahren schon bei dieser Disziplin. Und sie ist amtierende deutsche Meisterin. Heute in der Dressur möchte ich so ein bisschen an der Durchlässigkeit meines Pferdes arbeiten, weil Santana ist im Grunde, kann man sagen, immer übermotiviert. Und das führt manchmal so zu leichten Abstimmungsschwierigkeiten, dass sie eben schon eine andere Idee hat und ich noch bei der alten Idee verhafte. Und da lässt sie mich dann manchmal nicht mehr ganz so durch. Und das ist so mein Ziel für die heutige Arbeit, dass ich so ihre Aufmerksamkeit und ihre Geduld im Grunde so ein bisschen fördern kann. So, achte darauf, dass du sie jetzt mit dem Hals nicht zu stark nach innen stellst, ja, sodass sie wirklich auch schon in der Schrittphase so sie schön gleichmäßig nach vorne schreiten lässt. Genau. Tick mehr vors Bein. Große Tritte reiten wollen. Große Tritte. Achte auf deine Schulterblätter. Genau. Gut. Gut. Sehr gut. So, Schulter herein an der langen Seite. Gut. Gut. Jawohl. Ah, so schön im Gleichmaß behalten. Gut. Dann reitest du bitte mal eine Volte und in der Volte mal einen Wechsel von Schulter herein zu Travers und von Travers wieder zu Schulter herein. Gut. Nicht eng werden lassen. Gut. Achte, stell dir mal vor, du willst, dass sie in der Schulter größer nach vorne tritt. So, das machen wir nochmal. Gut. Etwas ruhiger, etwas gesetzter reiten. Genau. Genau, sie erstmal so ein bisschen beweglich machen. Gut, gut. Und wieder Travers. Schulter, die führt jetzt, die Schulter führt auf der Linie. Bring die Schulter mehr nach links, bring die Schulter mehr nach links. Linker Schenkel. So, willst du, dass die Schulter die Linie hält und ich soll die Hinterhand Nein, hin und her mal, schieben? Genau, oder was? Schau mal, in der Übung ist ja so, wenn du in der Volte Schulter hereinreitest, führt die Hinterhand die Voltenlinie. Und wenn du umstellst zum Travers, führt wieder die Schulter die Voltenlinie. Verstehst okay. du? Okay. Ja, das ist ja, also wenn man, das ist einfach unheimlich wichtig, dass man gerade so, wenn man sich das mal vor Augen, also wenn du Schulter hereinreitest, soll die Hinterhand ja auf der Voltenlinie bleiben, also die ehrliche Linie. Und wenn du umstellst, ist es ja genau umgekehrt. Dann geht die Schulter zurück auf die Voltenlinie und die Hinterhand kommt, ja? Ich bin das anders immer geritten. Ja. Weil ich mir immer gesagt habe, die Hinterhand soll die Linie halten und die Schulter soll frei beweglich sein. Das kannst du. Und dann kann ich rausgehen zum Travers und dann kann ich wieder reingehen zum Schulter herein. Und das ist das, wo ich die Schulter frei kriege und die Hinterhand tragen. Das ist so meine Idee gewesen. Richtig, das ist die Schulter. Und je nachdem, was du erreichen willst. Ja? Jetzt wollen wir ja die Kontrolle zwischen Schulter, das ist ja im Grunde genommen die Kontrolle Hinterhand, Schulter. Ja, so. Ja, klar. Das heißt, so, richtig, gut. So, jawohl. Jetzt reizen wir Schulter herein. Gut, gut, gut. Bei mir umstellen zum Travers. Jetzt geht die Schulter auf die Voltenlinie und bring die Schulter. Ja, genau. Deswegen machen wir es. Ja? So, dass du wirklich gut, super, damit spielen kannst, wo Schulter, wo Hinterhand. Gut, und raus und ja, loben. Moment, ich muss ja, das war jetzt aber auch nicht richtig geritten. Ist ja wieder jetzt falsch alt geritten, wie ich es reite. So, Hinterhand. So, jetzt so, habe ich jetzt, in der Hinterhand meine Linie. Jetzt muss die Schulter dahin. Jetzt geht die Schulter und die auf die Linie. So, und jetzt muss die Hinterhand dahin gehen. Also quasi eine kleine Mittelhandwendung reiten. Die Beweglichkeit im Körper. Ja? Ja. Mhm. Okay. Gut. Und wieder. Linkes Bein umstellen. Jetzt geht die Hinterhand zur Voltenlinie. Gut. 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 Gut, super. Daraus reizt jetzt mal eine Traversale nach links. Sehr gut. Denk mal an deine Hand rechts. Ja. So ist schöner. Ja, wenn die so. So, jawohl. Gut. Umstellen. Jetzt auch beim Erreichen des Hufschlages, schau mal, dass du sie wirklich ganz, ganz pingelig genau um den neuen inneren Schenkel biegen kannst. So, mach die gleiche Übung mit der Volte nochmal. Kontrolliere die Außenschulter. Gut.
Gut. Und Travers. Sehr gut. Gut. Wieder Schulter herein. Super. Außenschulter. Super. Jawohl, sehr gut. Ja, ganz genau. Ja, dass du einfach die Rippe so ein bisschen schön gebogen halten kannst und trotzdem die Kontrolle über das Verhältnis Schulter vor die Hinterhand und umgekehrt. So ist gut. Super. Und wieder umstellen. Gut. Stell sie jetzt mal ins Renvers. Okay, Schulter ja, herein mit Außenstelle. Jawohl. Das genau. Meinst du, ne? Jetzt bleibt die Hinterhand auch. Ja. Jetzt bleibt die Hinterhand auch ja, auf der Voltenlinie. Sehr gut, super. Und wieder umstellen zum Travers. Mhm. So. Nee, warte, schon ja. Moment. Ja, ist ja, ja, ist doch richtig. Travers wäre jetzt so. Gruppe herein. Zack. Und die Schulter nach rechts. Genau deswegen machen wir es. Ja. Ja, ja, genau. Gut. Ah, sehr gut. So, machen wir mal an der langen Seite bitte. Einmal Travers und dann umstellen zum Renvers. Kleine Denksportaufgabe, gut. Schulter so ein bisschen sehen, dass du nicht zu viel Hinterhand kriegst. Also mehr. Und weniger, so. Genau, weniger. So, so. Und jetzt umstellen, Renvers. Das wäre Schulter dann Renvers links. Soll ich dann auch Renvers rechts reiten oder Renvers links? Das wäre ja dann Renvers links, oder was ich jetzt reite, was ich anbieten jetzt reitest du Travers rechts. Genau, und dann gehe ich Renvers links. Nein, dann gehst du ins Schulter hereingefühlt und stellst sie aber nach links. So, nee, okay. Nein, Schulter herein. Das ist jetzt Kontertravers. Ja, ja. Ach so, ich gehe erst ins Schulter herein und dann stelle ich um. So, okay. Während ja, es, also nur von, als Eselsbrücke vom Gedanken, dass du sie dann so und jetzt umstellen. So, und jetzt stelle ich sie wieder um. Jetzt stelle ich sie wieder um. Ist zu steil, ne? Gut. Viel weniger Abstellung. Schulter mehr nach außen. Jawohl. Super. Und wieder Travers. Schulter nach außen. Schulter nach außen. Jetzt geht. Ja, genau. Hast du verstanden? Jetzt geht wieder zu. Die Schulter geht dann wieder zurück auf die führende Linie. Das hast du gut gemacht. Mach das nochmal. Ich musste nur verstehen, ob du Renvers oder links oder rechts haben willst. Das war für mich die Frage. Quasi. So, mach das nochmal. Versuch mal, dass sie noch weniger mit der Hinterhand nach innen kommt. Noch weniger. Noch weniger, noch weniger. Gut, gut. Ja, fast. So, das ist Travers. Richtig. So, und jetzt Schulter herein. Guck in den Spiegel und nach links stellen. Bring die Schulter mehr nach links. Noch weniger, noch mehr die Schulter nach links. Aber dann jetzt. Soll ich auf drei Hufschlägen kommen? Auf drei Hufschlägen hätte ich es. Ganz flach, dass sie dabei auch noch genügend Lastaufnahme hat. Ja? Dass sie nicht einfach vom Gewicht seitwärts wegtritt. Gut, gut. Und wieder gerade. Sehr gut. Gut. Super. Rechts um. Und Schritt Piorette nach rechts. Denk mal an gestern, was wir gestern gesagt haben, dass sie so in dem Rhythmus. Ja, und die Schulter schön fleißig, so ein bisschen schon fast ans Überstreichen denken, nicht zu klein, nicht zu klein, dass sie den Rhythmus hinten verliert und überkreuz tritt. Und raus. Gut, links biegen und Travers links. Machen wir einmal, aufpassen, zu viel Hinterhand, zu viel Hinterhand, noch weniger, auf drei Hufschlägen, noch weniger, ja, so. Sorry. Jawohl, gut. Und Renvers. Und Rechtsbiegung. Ruhe, ja, genau. Ja, dass sie, das hast du gut gemacht. Jetzt hast du gemerkt, ne, dass sie dann so übertreibt und ins Extreme seitwärts denkt, soll sie ja gar nicht. Ja, es ist ja auch ein Wechselspiel der Längsbiegung. Ja, so. Ja, gerade für das einhändige Reiten, was es ja deutlich erschwert mit dem Biegen. Ja, gut. Gut, super. Und umstellen, Travers. Jawohl, nicht so. Steiler, nicht das linke Hinterbein zur Seite treten lassen, weniger. Das, ja, gut, Mitya, guck mal, eben hat sie nämlich, das ist das, warum ich das ganz gerne mache, diese Übung, dass die Pferde nicht auf einmal mit dem inneren Hinterbein so extrem nach innen treten. Ja, sie soll ja unter ihrem Körper bleiben. So, und wieder Renvers.
Prima. Wenig Abstellung. Längsbiegung nach rechts. Gut. Rechts sitzen. Gut. Super loben und rauslassen.